Guten Morgen, lieber Sonnenschein. Und die Sonne geht auf und unser Besuch ist da. Alle Kinder dürfen sich hinsetzen, bitte. Hohen Besuch gab es am ersten Schultag für die Kinder der ersten Klasse der Volksschule in Altwilden. Landeshauptmann Günther Platter, Landesrätin Beate Ballfrader und Bürgermeisterin Christine Opitz-Plörer kamen aber nicht mit leeren Händen, vielmehr brachten sie die Schulstartbox des Landes Tirol mit. Die Jausenbox samt Büchlein wird tirolweit an alle 7.526 Schulanfängerinnen und Schulanfänger verteilt. Und was ist in dieser Jausenbox des Landes Tirol? Brot und Apfel? Da war so ein Mandel. Was läuft zum Leuchten? Brot, Apfel, Bücher. In der Box gibt es auch ein kindgerecht gestaltetes Büchlein zur gesunden Ernährung. Eine gesunde Jause für Schulkinder ist nicht nur der erste Schritt zur Vorbeugung von Übergewicht und Krankheiten, sondern liefert auch Nährstoffe und Energie. So wird die richtige Jause zum Antrieb für den Schultag, betonte Landeshauptmann Günther Platter. Ich habe den Kindern auch gesagt, immer wieder aufpassen, wenn sie in die Schule gehen und nachher wieder nach Hause gehen, dass sie hier wirklich nach links und rechts schauen, wenn sie über die Straße gehen, damit sie wieder sicher auch nach Hause kommen. Das ist also die zweite Botschaft gewesen. Und zum dritten, dass sie viel lernen, damit sie gerüstet sind für ihr Leben. Aber nicht nur die richtige Ernährung ist für Eltern Thema zu Schulbeginn. Diese neue Lebensphase birgt einige Herausforderungen. Die Tiroler Landesregierung tut gemeinsam mit den Gemeinden alles, um Eltern und ihren Kindern einen guten Schulstart und eine erfolgreiche Bildungslaufbahn zu ermöglichen, weist Bildungslandesrätin Beate Ballfrader auf zahlreiche Initiativen wie etwa die schulische Tagesbetreuung oder die Leseförderung hin. Generell geht es uns darum, mit den Gemeinden für Eltern und Kinder einen erfolgreichen Bildungsverlauf der Kinder zu sichern. Das Land steuert dazu in vielen Projekten bei, wie zum Beispiel die Schulbibliotheksoffensive oder eben auch die schulische Tagesbetreuung. Die gesunde Jause ist natürlich eine ganz gute Idee und ich weiß, dass in Innsbruck, in den Schulen, auch in den Kindergärten, ja auch im gemeinsamen Vorbereiten der gesunden Jause von den Lehrerinnen und Lehrern ganz gute Arbeit gemacht wird. Das Vorbild zählt, das ist das Allerwichtigste. Eine gesunde Jause hilft dabei, die schulischen Herausforderungen besser zu bewältigen. Für Eltern gilt es in diesem Zusammenhang ein paar einfache Tipps zu beherzigen. Diese finden Interessierte neben den anderen Serviceangeboten des Landes zum Schulstart auf der Webseite des Landes Tirol unter folgender Adresse www.tirol.gv.at/gesunde-jause.